Schönen guten Tag, mein Name ist Boris Gloger. Bevor ich jetzt eigentlich mit dem Vortrag anfange, wüsste ich ganz gerne, wer von Ihnen sagt, er ist Projektleiter? Okay, wer ist so Abteilungsleiter, Teamleiter? Wow. Project Management Office? Auch ein paar. Gibt es irgendwie schon einen Scrum Master hier im Raum? Yay, super, cool. Product Owner? Na dann, sind wir ja alle vertreten. Wer hat das Gerücht gehört, in Scrum, Agile, sowas bräuchte man keinen Manager mehr? Da bin ich mit dran schuld. Also wir haben vor 2004 bis 2006, haben wir natürlich versucht in der Agile-Szene zu sagen, oh, es gibt Scrum und das Projektmanagement ist tot. Darf man hier auf dem PMV auch nicht sagen. Aber es ist wirklich tot. Und dann haben wir natürlich versucht, uns zu profilieren und abzugrenzen. Und dabei ist natürlich ganz viel darüber gesprochen worden, ob man in der klassischen Organisation oder in einer agilen Organisation vielmehr überhaupt noch einen Manager braucht. Ja. Und ich gehöre zu denen, die relativ früh angefangen haben mit Agilität. Ich gehöre nicht zu den allerersten. Ich kam 2002, 2003 dazu, war auf der OPA-Konferenz, mittlerweile ist sie schon fast 14 Jahre alt, also auf dieser Konferenz, wo man das allererste Mal alle Agilisten zusammengerufen hat, so 2003 war das. Und da waren Ken Schweber, ein Alistair Coburn und wie sie nicht alle heißen. Und das müssen Sie sich vorstellen, das ist mein Hotel, das Hilton in Salt Lake City, da Mormonen, nicht? Und da gibt es 100 Leute, die weltweit zusammengekommen sind und ungefähr 15, na, sagen wir lieber 8, wussten, von was sie reden. Ja? Und diese 8 Leute, die haben mehr oder weniger gesagt, ja, da gibt es dieses agile Zeugs und das ist so, könnte Scrum funktionieren und so gibt es FDD und was es nicht alles gab. Der Luke Homan war da, der hat Innovation Games vorgestellt. Und wir waren so eine kleine Gruppe von Menschen, die geglaubt hat, naja, vielleicht können wir irgendwann mal das eine oder andere Projekt agil machen. 12 Jahre später gibt es mehr als 200.000 Certified Scrum Master. Große deutsche Automobilkonzerne setzen mittlerweile auf agile Produktentwicklungsprojekte. Also hat sich ganz viel getan und wir vor 12 Jahren haben noch nicht geglaubt, dass das geht. Ja, ich selber habe in den Jahren das eine oder andere Buch geschrieben und habe versucht, mal zu überlegen, worum geht es eigentlich. Klar geht es um Scrum. Ja? Das ist das erste Buch, weswegen ging es um Scrum. Wie schätzt man? Das ist zwar nicht das erste Buch, aber das ist ein Aspekt, den wir uns immer wieder gefragt haben. Wie mache ich denn in so einem klassischen Projekt, müssen wir ja schätzen, Aufwände schätzen, Time, Cost, Scope, nicht? War immer dieselbe Frage. Wie macht man das in einem agilen Projekt? Das mussten wir klären. Wir mussten uns Gedanken darüber machen, wie macht man denn eigentlich diese Themen wie Zielvereinbarungsgespräche in einem agilen Umfeld? Oder wie bringe ich überhaupt Leute dazu, crossfunktional zu arbeiten, wenn sie für ihre Disziplinen gewertschätzt werden? Wie kann man Lieferantenbeziehungen managen? Also all das und jetzt das letzte Buch ist halt das, worüber ich heute gerne mit Ihnen sprechen möchte, ist, was macht ein Manager eigentlich? Also wenn Sie Teams haben, die eigentlich selbst organisiert arbeiten sollen, die eigentlich alles alleine machen sollen, wo es einen Product Owner gibt, der sagt, das ist das Produkt und ein Scrum Master, der sagt, ich sorge dafür, dass dieses Projektteam wahnsinnig produktiv ist und die Entwickler eh machen dürfen, was sie wollen. In der Fantasie dargelisten, dann brauche ich eigentlich den Manager so nicht mehr oder vielleicht dann doch. Ja. Nur ganz kurz, mittlerweile habe ich auch ein kleines Unternehmen, wir sind 15 Leute und arbeiten halt im Medizintechnikbereich, mit Automobilleuten, in der Werbeindustrie. Also es gibt eigentlich alle Bandbreiten mittlerweile und das Projektmanagement ist heute nicht mehr nur, oder Agile gibt es nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern mittlerweile in der Medizintechnik und der Hardwareentwicklung genauso. Worum es mir heute geht, ich würde Ihnen gerne, kennen Sie den Film Inception schon mal gesehen? Ja, also Leo DiCaprio hat so die Grundidee, es geht darum, dass man Menschen in ihren Träumen Ideen einpflanzt. Und wenn man dann diese Ideen eingepflanzt haben, dann verändert sich das Bewusstsein dieser Person für immer und ewig. Und dieser Kreisel steht dafür, dass man noch weiß, ob man im Traum ist oder wieder in der echten Realität. Und wenn wir über Agilität sprechen,
dann ist es wichtig, dass es da eine Grundidee gibt, die ist mir selber erst vor, also so wirklich klar geworden, so vor ein paar Monaten. Und zwar ist das die Idee der Freiwilligkeit. Also wenn eine Sache Agilität ausmacht, dann ist es die Grundhaltung, Menschen in einem Unternehmen machen Dinge freiwillig. Jetzt werden sie sagen, freiwillig? Die müssen jetzt arbeiten und das Projekt muss zur Deadline fertig werden? Freiwillig? Kommen die denn da drauf? Na ja, gut. Also halten wir das mal fest. Es geht darum, sich zu überlegen, wie kriege ich Freiwilligkeit als Manager im Unternehmen implementiert. Also ich benutze das Wort implementiert, weil es ja darum geht, was zu tun. Wir sind ja keine Coaches, die sagen, oh, möchtest du gern freiwillig arbeiten? Sondern wir müssen uns ja überlegen, dass die Leute das machen, was wir in der Organisation wollen. Wir haben nur ein Problem. Die Professor Wesley heißt sie, glaube ich, die hat vorhin über die Zukunft des Projektmanagements gesprochen. Die hat auch darüber gesprochen, dass jetzt gerade eine neue Generation in die Firmen kommt, diese sogenannte Generation Y, und die wollen anders arbeiten. Und die haben ein Grundproblem, haben die. Oder wir als Unternehmer haben ein Grundproblem. Die können wirklich einfach gehen und kriegen woanders einen Job. Sie sind relativ wenig, sie sind wahnsinnig gut ausgebildet. Und denen zu sagen, du musst irgendetwas tun, ist kontraproduktiv. Mögen die nicht. Also wie kriegt man das hin, dass man diese Generation, die da jetzt kommt, und natürlich auch die anderen Kollegen, die man im Unternehmen hat, dazu bringt, sich zu engagieren, die Dinge zu tun, zu verstehen, da gibt es eine Deadline. Und auch mal vielleicht, obwohl man das natürlich nicht soll, aber vielleicht muss man es dann doch mal am Wochenende durcharbeiten. Man will ja was erreichen. Also das ist die Frage, das ist die Grundfrage, die ich mir gestellt habe. Ja, wie geht denn das überhaupt? Weil spannenderweise gibt es agile Projekte und dort wird immer wieder erzählt, dass die Mitarbeiter oder Kollegen in diesen Projekten total kreativ und fantasievoll sind, es denen auch Spaß macht, das zu tun. Wenn man in die Organisation hineinschaut, dann verändern sich die Organisationen gerade. Das heißt, sie verändern sich von diesen traditionellen produzierenden Organisationen, selbst in produzierenden Betrieben, hin zu Wissensorganisationen. Also die eigentliche Idee ist, ich muss mir überlegen, wie die Leute, die das Kapital haben, nämlich das Wissen, und die jederzeit aus der Tür rausgehen können und sagen, oh, ich fange halt beim anderen an, der sowas Ähnliches macht und der zahlt vielleicht sogar 2,50 Euro mehr, wie kann ich die halten? Wie kriege ich die überhaupt hin? Und da gibt es ein wunderbares Organisationsmodell, das nennt sich Professional Service Firm. Das lehrt nur eine einzige Universität weltweit, das ist die Harvard Business School. Die hat einen Kurs, der zweimal im Jahr stattfindet. Und da wird grundsätzlich mal eine Sache sehr deutlich erklärt. Eine Professional Service Firm funktioniert völlig anders als ein traditionell produzierendes Organisationsmodell. Warum? Weil die Mitarbeiter jederzeit mit dem Kapital weggehen können. Und wenn das so ist, dann habe ich als Manager in einer sogenannten Professional Service Firm ein echtes Problem. Ich muss meine, und die in der Harvard Business School nennen diese Leute Stars, also ich muss die Leute, die ich kurz nach der Uni einkaufe, die muss ich dazu bringen, da zu bleiben, aber sie müssen überhaupt erst mal kommen. Ja. Wie mache ich das? Das ist die Grundfrage. Wie mache ich das, wenn am Markt, und das wissen wir zurzeit auch, wenn am Markt das Geld nicht mehr das entscheidende Kriterium ist, also wenn Leute nicht mehr unbedingt bei einer Firma anfangen wollen, weil sie dort ihr Auskommen haben, sondern weil das Spaß machen soll, das soll kreativ sein, man möchte vielleicht auch noch was lernen, man möchte ganz vorne dabei sein. Wie mache ich das? Naja, überlegen wir mal, wie das funktioniert mit jemanden anlocken. Simples Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie gehen abends weg und möchten jemanden anlocken. Ja, gibt so ein paar Typen auf diesem Planeten, die haben damit kein Problem, George Clooney und sowas, die laufen irgendwo hin und dann, ne, Nespresso-Werbung, easy. Wie machen das die anderen? Also irgendwie muss man attraktiv werden. Wenn ich möchte, dass sich freiwillig jemand für mich interessiert, muss ich in irgendeiner Weise attraktiv werden. Ich muss also eine Attraktivitätskomponente hineinbekommen. Muss mir überlegen, wie macht man das jetzt? Das nehmen wir mal an, das ist Ihnen gelungen. Ja, also dieser Mensch
findet sie attraktiv genug, ja, die Frau, der Mann. Und jetzt ist ja eine fast, denn vielleicht klappt das auch, dass man was getrunken hat und gibt es vielleicht ein Folgedate und sie laden die Person zu sich nach Hause ein oder in ein ganz tolles Restaurant oder sowas. Und auch das ist ja eine Einladung. Also die Grundidee ist, ich muss jemanden einladen, dass er mit mir etwas tut. Das ist wichtig später, dann kommen wir nochmal drauf zurück. Also sie laden jemanden ein. Und dann gibt es einen Aspekt, der tatsächlich immer funktioniert. Sie sind nämlich der Host. Der da einlädt, macht ja die Regeln. Das ist ja Ihre Wohnung. Oder Sie haben das Restaurant rausgesucht. Also Sie wollen asiatisch essen gehen, gehen Sie asiatisch essen. Also Sie bestimmen als Einladender das Setting. Sind also im Englischen der Host. Und dieses Bild, das Sie als derjenige, der einlädt, zwar zu einer, also es ist eine Freiwilligkeit erzeugt, aber gleichzeitig das Setting darstellt, das behalten Sie mal bitte mal im Hinterkopf, weil das brauchen wir jetzt dann in der Zukunft noch. So, jetzt haben wir folgendes Problem, oder jetzt haben wir mal ein Grundproblem oder eine Grundtatsache festgehalten, es soll freiwillig sein und Sie bestimmen das Setting. Wenn man sich damit beschäftigt, wie die Organisationen heute aussehen, dann muss man sich eine Sache ziemlich klar machen, meiner Meinung nach, ist, dass wir als Babyboomer-Generation und die meisten, die hier im Raum sitzen, gehören dazu, einschließlich mir, ja, 68 geboren, alles 68 älter, Babyboomer, eigentlich 69 bis älter, Babyboomer. Wir hatten grundsätzlich andere Rahmenbedingungen, gesellschaftliche, als die, die nach uns kommen. Und aus dieser Grundhaltung heraus, und wir waren wahnsinnig viele, das sind die Babyboomer, also signifikant mehr Leute strömten vor 30, 40 Jahren in die Unternehmen hinein und haben in diesen Unternehmen die Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren, zu ihren Gunsten verändert. Und was man über diese Generation weiß, deswegen nennt man sie auch Mi-Generation, ist, dass die Eltern, also unsere Eltern, ja, wenn ich jetzt vom Babyboomer spreche, die haben uns mehr oder weniger gesagt, kümmere dich um dich, mach kein anderer. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber ich weiß das noch. Es geht darum, kümmere dich um dich, werde was Besseres. Na gut, dann macht man das also, kümmert sich um sich und häuft Reichtümer an Wohnungen, Mietwohnungen, zweites und was weiß ich nicht alles. Man kümmert sich um sich und man erzeugt Arbeitsbedingungen, und das ist passiert, in denen Unternehmen heute zu Luxusoasen werden. Also ich weiß ja nicht, wo Sie ab und zu mal rumlaufen, aber wenn ich zu Kunden gehe, ich sehe dann Lounges, wundervoll eingerichtete Arbeitsstätten, Kaffee ist kostenfrei, überall sind die Pflanzen, finde ich super, finde ich alles toll. Aber es wird ständig die Atmosphäre erzeugt, es geht uns gut. Wenn es uns gut ist, brauchen wir nichts mehr machen. Also die Generation Mi hat eigentlich einen wahnsinnig genialen Status quo erzeugt. Läuft relativ gut, der deutschen Wirtschaft geht es auch gut. Und jetzt kommen die Neuen, also unsere Kinder, und die haben gelernt, es geht uns gut. Und die Eltern haben ununterbrochen gesagt, also wir haben es ja eh schon geschafft, was du jetzt machen musst, du musst dich auch noch entfalten, also du wirst beteiligt. Das fing ja an im Kindergarten, ja, willst du das oder das, wollen wir zusammen auf die Reise gehen, dies oder jenes, wo wollen wir in Urlaub hinfahren, also wird ständig gefragt. Und jetzt kommen die in Unternehmen, die unsere Generation erzeugt hat, die alles geregelt und standardisiert ist, damit ja dieser Wohlstand nicht wegrennt. Also es entsteht ein ganz faszinierendes Verhältnis von relativ Alten, also die 45 älter, die was ganz Tolles hingestellt haben und gleichzeitig kommen die Neuen und die haben gelernt, wow, es geht um sie. Und das Spannende ist, es geht gar nicht um sie, weil sie sind viel zu wenig. Die, die da neu rankommen, sind viel zu wenig, also sind viel weniger als die Babyboomers. Also wir haben ein Problem. Und wenn es einem gut geht, kümmert sich man sich die ganze Zeit um sich. Ja? Man kümmert sich die ganze Zeit um sich, man hat ganz viel, also ich weiß nicht, bei Ihnen im Unternehmen passiert das nicht, es gibt keine Politik, es gibt in Unternehmen wahrscheinlich auch keine Grabenkriege und Abteilungskriege, das ist in den meisten Unternehmen ist das nicht so. Die ich kenne, ab und zu schon. Und da passiert das faszinierende Phänomen, dass, weil es draußen ja nichts mehr zu gewinnen gibt, die Organisationen sind relativ gut, ich habe jetzt wieder einen Kunden, dem geht es so wahnsinnig gut. Ja? Der hat Milliarden an Entwicklungsbudget. Ob der jetzt eine Milliarde mehr oder weniger ausgibt, ist ziemlich egal.
Und wenn das Projekt scheitert, dann wird auch keiner gehängt. Dann machen wir halt nochmal. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat ein 147 Millionen Euro Projekt in den Sand gesetzt. Und dann wird halt nochmal 86 Millionen draufgelegt. Gibt es keine Entlassungen oder so, passiert doch nichts. Das heißt, es passiert da nicht wirklich was. Das ist schön, eigentlich ist es gut. Nur trotzdem haben wir Burnouts und Boreouts und was weiß ich nicht alles. Also irgendwas rennt ja trotzdem schief. Ist ganz simpel der Grund, warum das schief rennt. Weil es die Manager nicht gelernt haben, den Fokus nach draußen zu richten. Ja? Der Job vom Management war, wenn man dem Simon Sinek folgt, und das macht er ziemlich gut in seinem Buch Leaders Eat Last, der Job des Managements oder der Führungskraft ist es, dafür zu sorgen, dass Leute wissen, warum sie etwas tun. Orientierung schaffen. Das war, als wir in der Steinzeit durch die Gegend gerannt haben, relativ simpel. Ja? Draußen böse, gefährlich. Tiere, Löwen, andere Typen, die man umbringen muss. Also draußen ist die Gefahr. Wenn draußen die Gefahr ist, dann ist es relativ einfach, die Leute drinnen dazu zu bringen, sich gemeinsam gegen die Gefahr zu stellen. Jetzt kann ich ja nicht nur als Beispiel, und wir haben heute Morgen die Keynote gehört, BMW, die ganze Zeit sagen, Mercedes ist böse. Oder Daimler. Heißt ja jetzt Daimler. Kann man nicht die ganze Zeit machen, das ist irgendwie doof. Aber man muss irgendwie sowas erzeugen wie ein Purpose. Ja, Daniel Pink sagt, Menschen fangen dann an, motiviert zu sein, wenn sie den Sinn kennen. Also man kann natürlich Danger mit Purpose umschreiben und sagen, okay, darum geht's. Und das ist mein Job als Manager. Also ich muss wissen, warum machen wir Dinge, und meinen Mitarbeitern und Kollegen erklären, darum geht's, Leute. Und dann in den Freiraum das Setting bieten, indem sie sagen, aha, darum geht's. Und wir spüren das vielleicht auch noch. Also es wäre ganz gut, wenn man mitkriegen würde, dass es einem gerade nicht gut geht oder worum es geht. Und dann richten sich Leute aus. Und wenn man sie in Ruhe sich selber ausrichten lässt, weil sie wissen warum, dann können sie sich auch selbst organisieren. Jetzt gibt es vielleicht noch ein Thema. Also jetzt können Sie Leute in ein Team stecken und können sagen, das ist euer Problem, löst es. Und dann kommt aber vielleicht einer vorbei und sagt, er hat gar keine Lust. Könnte ja passieren. Also wir machen ein tolles Projekt und ein Mitarbeiter sagt, er sitzt halt da, weil er in der Abteilung ist. Oder weil er halt derjenige, der gerade nicht schnell genug sagt, ich mache nicht mit. Ja? Manager kommt rein, ah, du bist noch da, du machst. Das funktioniert nicht, wenn man wieder sagt, ich will Freiwilligkeit erzeugen. Und da gibt es eine sehr, sehr einfache Idee, die kommt aus der Open Space Technologie, also so ein Konferenzformat, Walter Harrison, und vor Jahrzehnten schon gesagt, lasst doch einfach die Leute entscheiden, wenn sie auf eine Konferenz gehen, über was sie reden wollen, und dann sollen sie es halt einfach machen. Und wir brauchen ja gar kein Programm aufsetzen. Ja, weil die Organisation vom PM-Forum hören das wahrscheinlich nicht so gern, weil es ist wahnsinnig viel Arbeit, so eine Konferenz zu machen. Und der Professor uns sagt, dauert halb Stunde. Wir machen einfach einen großen Kreis und dann lassen wir die Leute da hingehen, wo sie hingehen wollen. Nennt sich The Law of Two Feet. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Projekt, was weiß ich, Sie wollen i8 bauen. Und dann fragen Sie Ihre Leute, wollt ihr mitmachen? Was machen Sie jetzt, wenn dann einer sagt, nö. Das Schöne ist, er hat ja heute Morgen was ganz Tolles erzählt. Er hat gesagt, die hatten ja gar nicht die Leute, um das zu machen. Das fand ich genial. Die mussten erst einstellen. Dann ist es einfach. Also sie müssen eine Einladung aussprechen, haben ein cooles Projekt und dann kommen die Leute. Wenn ich die einstellen kann, ist doch super. Also sie haben ja genau das gemacht. Haben es geschafft, die Leute zu finden, die Lust auf dieses Projekt haben. Und die werden auch mitmachen. Also, als Manager, wenn ich den Purpose erzeugt habe, muss ich noch einen Weg finden, das Setting zu kreieren und dazu einladen und dann die Leute wirklich freiwillig einladen, also freiwillig entscheiden lassen. Jetzt werden Sie sagen, oh, reine Theorie. Wer von Ihnen Scrum kennt, der kennt diesen Begriff des Commitments. Das ist was ganz Wichtiges in Scrum. Also irgendwann innerhalb einer Iteration
bestimmt das Entwicklungsteam. So viel können oder wollen wir in den nächsten 2 Wochen erreichen. Das nennt sich Commitment. Das wollen wir machen. Da gibt es ganz viele Diskussionen in der Agile-Community, wie man das erreicht, weil ein Grundprinzip ganz häufig gar nicht miterfüllt wird. Nämlich, da steht ja drin, wollen wir das machen? Stellen Sie sich vor, der Product Owner kommt zu seinem Entwicklungsteam und sagt, Leute, das habe ich vor, das würde ich ganz gerne machen. Wie viel davon wollt ihr denn machen? Da kriegt wahrscheinlich jeder Projektmanager, dreht sich jetzt gerade die Eingeweide um und sagt, wie, Moment, ich lasse die das bestimmen, wie viel die machen wollen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zurück zu Ihrem Projekt und sagen, was wollt ihr denn machen? Gibt es ganz viele Leute, die sagen, Moment, meine Timeline. Könnte ja gefährdet sein. Na gut. Mit diesem Gedanken, den habe ich 2008 ins Sprint Planning eins, das ist ein Meeting, wo man dann entscheidet, was man machen will, da habe ich das relativ stark eingebracht und habe gesagt, lass die Leute das entscheiden. Es hat mich nochmal 6 Jahre gekostet, bis zum Schreiben dieses Buches, dass ich für mich entschieden habe, Moment mal, wenn das wahr ist mit der Freiwilligkeit, dann muss man doch eigentlich jetzt jedes Meeting freiwillig machen. Jedes. Also Sie können nicht mal sagen, ich will jetzt mit euch ein Meeting machen. Das können Sie zwar tun, aber Sie müssen sich überlegen, wie Sie Leute dazu einladen, dass sie da hingehen. Beispiel, kleines Unternehmen, mein eigenes, und Sie haben Führungskräfte in diesem kleinen Unternehmen und so als Chef, ob Sie sich jetzt Chef nennen oder nicht, ist ja wurscht, Sie sind es, weil Sie der Geschäftsführer sind, haben Sie ab und zu diese Idee, naja, es wäre sinnvoll, dass man mit den Führungskräften gemeinsam darüber nachdenkt, was man als nächstes machen will. Also, was weiß ich, Status-Meetings oder so. Und diese Grundidee hatte ich aus allen Büchern, allen Management-Büchern, was ich selber erfahren habe im Leben, das macht man so als Chef. Mit seinen Führungskräften. Also ich einmal in der Woche, lasst uns doch gemeinsam dieses Meeting machen. Da haben die alle immer gesagt, nö, wir haben Wichtigeres zu tun, Kunden. Das Beratungsunternehmen nicht, da sind die Kunden immer wichtiger als das eigene Zeug. Kam nicht. Und ich immer, oh komm Leute, also wir müssen. Und dann kamen sie halt mal und haben immer 2 Leute eine Entschuldigung gefunden, also war schwierig. Und dann habe ich Weihnachten darüber reflektiert und habe gesagt, okay, jetzt mache ich mal Folgendes, ich gehe jetzt mal hin, mache das mal freiwillig. Also ich gebe einfach die Parole im Unternehmen aus, ab sofort gibt es kein einziges Meeting im Unternehmen, zu dem man gehen muss. Vielleicht das Kündigungsgespräch, wenn ich das sage. Könnte sein. Aber das ist ja dann das Letzte. So, das heißt, also das Meeting kann nur noch freiwillig sein. Was glauben Sie, was passiert ist? Die Leute kommen plötzlich. Die Meetings funktionieren. Ja. Also es gibt tatsächlich eine ganz simple Idee, zu sagen, alle Meetings, fangen Sie damit mal an, Sie werden erstaunt sein, was dann passiert. Sie schreiben eine Agenda raus und ob dann jemand kommt oder nicht, ist vollkommen egal. Also die kommen, die machen es dann. Die nicht da sind, sind halt nicht dabei. Wenn Sie Pech haben, kommen alle, weil Sie mitmachen wollen. So, gut, jetzt gibt es das zweite, wie viel Zeit habe ich noch? Noch genug? Noch ein bisschen. Jetzt gibt es noch einen Aspekt. Wir hatten ja gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass die Leute im Inneren sich selbst organisieren können und wissen, was draußen passiert. Und gleichzeitig muss ich als Führungskraft trotzdem meinen Mitarbeitern, Kollegen und gerade Generation Y, das ist das Faszinierende, ich habe den Eindruck, das ist bei denen stärker ausgeprägt als vielleicht eine Generation Me so war. Aber vielleicht ist das nur eine eigene Beobachtung. Jedenfalls, dem muss man irgendwie sagen, ob sie in die richtige Richtung laufen. Also ob sie es richtig machen. Jetzt können sie den, ja, wie macht man das momentan meistens? Also meistens sagen Manager, es ist falsch. Will ich anders. Ja. Darauf reagiert aber eine Generation Y-Type ziemlich allergisch. Und es gibt ein faszinierendes Phänomen, und zwar heißt das, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, davon bekommt man mehr. Also wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Fehler richten, dann kriegen Sie mehr Fehler. Das hat man alles wissenschaftlich nachgewiesen. Firmen, die gesagt haben, wir kümmern uns jetzt um Qualitätssicherung, kriegen mehr Defekts. Das ist logisch, weil man sich Aufmerksamkeit auf die Defekts richtet. Die Grundhaltung kommt aus der Appreciative Inquiry und die haben vor ungefähr 12, 15 Jahren herausgefunden, wenn man einfach nur guckt, was gut läuft, dann fängt es an, besser zu laufen.
Naja, jetzt kann man sagen, okay, ich muss denen doch aber Feedback geben, meinen Kollegen. Wie mache ich denn das jetzt? Und die simpelste Idee dazu ist, well done sagen. Oder hast du gut gemacht? Naja, Moment, also wie well done? Also loben? Wir wissen ja seit einem ganz berühmten Buch, dass man Leute nicht motivieren darf. Der Sprenger, nicht? Mythos Motivation. Aber was er, glaube ich, übersehen hat, war, dass Menschen Feedback brauchen. Und sie können negatives oder positives Feedback geben. Und was wir wissen, unser Hirn funktioniert auf positivem Feedback 100-mal besser als auf negativem Feedback. Der Sir Samuel Ferguson, das war der Coach von, Manchester United, der ist beobachtet worden, wieder von dieser berühmten Harvard Business School, die haben eine Case Study über den Typ geschrieben und haben herausgefunden, dass der permanent ununterbrochen well done sagt. Also der steht auf dem Platz und sagt zu seinen Spielern, hast du gut gemacht. Ja, er ist einer der erfolgreichsten Coaches, die es jemals gegeben hat. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, also Sie als Manager haben eine ganz klare Funktion. Sie setzen das Setting ein, Sie laden dazu ein und wenn die Leute in Ihrem Setting etwas tun, das Ihnen positiv vorkommt, sagen Sie es Ihnen. Und Sie können es nicht oft genug machen. Ja? Also nicht nur einmal im Monat oder während des Zielvereinbarungsgesprächs, sondern ständig, alle 5 Minuten. Immer dann, wenn sie was sehen. Und da muss man auch schnell sein, weil hier geht es um hirnphysiologische Reaktionen. Das hilft nichts, wenn sie dem Menschen sagen, das hast du damals toll gemacht. Ja? Sondern jetzt finde ich gut, dass du das gemacht hast. Ich selber habe ja ein verteiltes Unternehmen, meine Consultants rennen überall in der Weltgeschichte rum. Was ich ab und zu mache, ist einfach ein Smiley wegschicken. Also wenn ich mitkriege, dass sie eine tolle E-Mail geschrieben haben zu einem Kunden oder sowas, kriegt der Sender einfach zurück ein Smiley. Und Sie wissen, war grundsätzlich okay. Das letzte Führungswerkzeug, das ich Ihnen noch... Ja? Das letzte Führungswerkzeug, das ich noch mit... Also nur ein Aspekt, ja, es gibt noch ganz viele andere Dinge. Das letzte Führungswerkzeug, das ich Ihnen noch mitgeben möchte, gehört auch dazu, also, weil wir haben ja gelernt, das Setting, Freiwilligkeit einrichten. Und jetzt kommt das, wo Manager, wenn ich Ihnen das im Coaching oder im Seminaren oder im Trainings oder sowas erkläre, da würde ich mich immer ein bisschen sofort wieder aus der Tür werfen. Ja? Das ist nämlich die schwierigste Geschichte dahinter. Und zwar versuche ich Ihnen zu erklären, dass Sie überhaupt gar nicht mehr sagen sollen, wie Sie es haben wollen, sondern nur noch zuhören. Das ist schwierig. Also es gefällt mir auch wahnsinnig schwer. Stellen Sie sich einfach vor, Sie versuchen, dieses Coachende an dieser Führungskraft, das ja immer so propagiert werden, der neue agile Manager wäre jetzt der Coach, das ist ein Quatsch ohne Ende. Aber er ist ein Host, der wirklich gut zuhören kann. Aber das mit dem Zuhören ist schwierig. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Manager und Sie sagen den Leuten nicht mehr, was sie von ihnen erwarten. Außer mit vielleicht einmal in der Woche, wo Sie sagen, guck mal, das sind die Ziele. Aber eben nicht mehr ständig erklären, wie Dinge gehen. Es sei denn, Sie können sie nicht, das ist was anderes, dann müssen Sie sie ausbilden. Aber wenn Sie die Dinge können, dann hören Sie doch einfach nur zu, seien Sie einfach Sparring-Partner. Und zuhören heißt jetzt aber nicht dieses mitteilende Zuhören, das Sie in allen möglichen Seminaren kennenlernen, wo man dann so Aufmerksamkeit zuhören soll, nicht so, und ja, und mitgehen, ne? Quatsch. Zuhören, gar nichts sagen. Einfach nur mal zuhören. Probieren Sie das mal aus. Also am besten macht man das im privaten Umfeld, Sie gehen zum Beispiel zu dem Partner oder Partnerin nach Hause und hören einfach mal den Abend nur noch zu. Ich verspreche Ihnen, Ihre Beziehung wird besser. Ja? Einfach mal nur zuhören. Ja? Das hilft. So, und last but not least, und dann fangen wir an Fragen. Es muss einen geben, der das initiiert, und das sind die Manager. Weil deren Job ist, eine Organisation zu bauen, in der sich andere selbst organisiert bewegen können. Und dafür braucht es eine Plattform. Selbstorganisation funktioniert übrigens nur dann, wenn man Plattformen macht, auf denen die Teilnehmer agieren können. Und diese Plattform, das ist der Job der Manager. Und
also als Host, ne? Sie machen das Setting, das ist Ihr Wohnzimmer. Das ist Ihre Plattform, auf der gearbeitet wird. Und darin machen Sie die Regeln und haben ein paar Führungswerkzeuge und die können Ihnen sehr gut helfen. Vielen Dank.